Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start und heute mal mit was Neuem. Und zwar, ihr seht schon, ein Flugzeug steht hier, X-Plane 11 steht auf dem Plan. Ich habe es mir geholt und zwar hat das folgenden Grund. Ich habe früher sehr gerne mit dem FSX rumexperimentiert, verschiedene Flugzeuge getestet. Ich bin eh total flugzeugbegeistert, schon von Kind auf an. Und ja, ich habe Bücher gelesen hier und da. Ich weiß, wie die ganze Technik funktioniert und so. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Übercrack hier in Flugsimulatoren und fliege jetzt auch nicht 24 Stunden. Oh, da kommt ein Sikorsky SH-73 gerade angeflogen. Nur mal so am Rande. Ja, ich mache hier keine 24-Stunden-Flüge und so, dafür fehlt mir die Zeit und so, aber ich schaue trotzdem gern immer in so Simulator-Geschichten rein. Ja, wie gesagt, aus Interesse, weil ich mich für die ganze Thematik interessiere. Generell, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr meinen Kanal des Längeren verfolgt, technisch immer interessiert, egal Flugzeuge, Autos, Boote auch teilweise. Leider finde ich die Sachen für einen PC irgendwie nicht so prickelnd. Ja, ihr seht, ich habe hier auf der Runway schon den ganzen Flugverkehr gestaut. Ja, wie gesagt, auch sowas kann mal bei mir auf dem Kanal kommen. Wenn ihr mehr davon wollt und bestimmte Sachen sehen wollt, dann ja, schreibt mir einfach mal einen Kommentar. Ist jetzt mal hier eine Premiere, mal was anderes außer Forza Horizon. Und ja, ich habe gedacht, könnt ihr euch vielleicht interessieren. Ich habe selber noch quasi gar nichts hier gemacht. Ich habe versucht, jetzt erstmal die Grafik hinzubekommen, etc., ein paar Settings. Ich habe meinen alten Microsoft Sidewinder Stick entstaubt, Jahre nicht gebraucht. Klar, es gibt bessere Peripherie von Zytec, etc., alles auf mega realistisch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Ultra-Crack und ich hatte mal den Sidewinder für 5 Euro oder D-Mark war es, glaube ich, noch geschossen. Und ja, der reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Ansonsten für die Belegung habe ich ja immer noch Tastatur zur Verfügung. Und ja, da bin ich ja mal gespannt. Die FSX-Zeiten sind schon sehr, sehr lange her. Und ich weiß nicht, wie viel noch hängen geblieben ist. Aber ja, da werde ich mal schauen, ja, wie sich das so ergibt. Bevor wir loslegen, wollte ich noch sagen, das ist so mein erster X-Plane-Teil und das hat den folgenden Grund. Ich habe früher den FSX bevorzugt, weil mir die Grafik besser gefiel und so weiter, die Texturen etc. Jetzt ungemoddet, also oder irgendwelche Szenerien oder so, die hatte ich auch nicht. Und ja, bei X-Plane war auf jeden Fall das Flugmodell immer das Bessere. Das ist einfach so. Die ganze Simulation war bei X-Plane immer besser. Da werden mir wahrscheinlich einige zustimmen. Aber grafisch und so hat mir das nie so gut gefallen. Deswegen, ja, das hat sich aber geändert. Ihr seht, das sieht jetzt schon grafisch ganz cool aus. Und ja, ich will jetzt auch nicht lange schnacken. Wir schauen mal ins Cockpit rein. Und man sieht, ja, da sieht man einiges, Reflexion auf der Scheibe etc. Wie die Performance jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Bei mir läuft es mega flüssig, Details sind fast alle auf hoch. Jetzt habe ich das Problem, wir schauen mal eben in die Grafik. Ja, irgendwie, ja, hatte ich alles auf hoch, läuft auch alles flüssig. Wenn ich aber aufnehme, dann nicht mehr ganz so flüssig, glaube ich. Zumindest irgendwie habe ich was verstellt oder keine Ahnung was. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Wir müssen mal gucken, wie die Performance aussieht. Und ansonsten kann ich noch nachjustieren. So, mein Plan war eigentlich, ja, ich wollte jetzt einfach mal hier einen Start, ohne groß geübt zu haben oder so, einfach mal hinlegen. Des Weiteren wollte ich gucken, ob ich hier noch einigermaßen im Cockpit klarkomme.
Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher, ob ich das noch alles geregelt bekomme. Wir müssen mal schauen hier. Hier fängt es schon an. Warum auch immer. Nee, so. Das ist hier für den Autopilot. Ich versuche jetzt mal eine Höhe einzugeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege, weil ich in der Luft ein bisschen Faxen machen will. Eventuell einen Triebwerksbrand simulieren kurz nach Start. Wenn er das noch übernommen hat, weil ich eingestellt habe, ich bin mir da nicht sicher. Ansonsten werde ich jetzt einfach einen Start versuchen. Und ja, wir lassen mal hier die Geschwindigkeit müssen wir mal ein bisschen raufschrauben. Da machen wir mal 0,08 so, würde ich sagen. Und ja, 0,8 ist ein bisschen hoch. Machen wir 0,65 oder 6,0 und Höhe 6100. Und den Rest lasse ich mal so. Müsste möglich sein, dass ich das Flugzeug dann erstmal gehalten bekomme. Wenn nicht, muss ich manuell fliegen. Was jetzt auch nicht das Problem. Ansonsten, ja, kommt man hier ganz leicht in die Menüs. Plugins kann man zuschalten, die Sicht etc. Da gibt es natürlich auch Tastenkürzel. Das wäre jetzt aber auch zu viel des Guten, das alles zu erklären. Hier seht ihr auch Gewicht, Balance, alles kann man einstellen. Ich gucke noch mal in die Ausfälle. Da wollte ich nämlich mal so einen Triebwerksbrand simulieren. So, hat er nicht übernommen. Engine Fire One, nehmen wir mal zu. Ausfall, wenn Steuerung F gedrückt wird. Okay, dann machen wir das so. Jetzt müsste er das übernehmen. Änderung übernehmen. Ihr seht, hier habt ihr auch nochmal die ganze Übersicht. Wir befinden uns übrigens in Düsseldorf. Das ist ein Flughafen ganz in meiner Nähe. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Wissen ja vielleicht die meisten auch schon. Und ja, den nehme ich eigentlich quasi immer. Und oder Innsbruck ist auch ein sehr geiler Flughafen, den ich noch aus dem FSX kenne. Ansonsten ja, standardmäßig hier, da kenne ich mich auch terrainmäßig ein bisschen besser aus. So, und da muss ich mal gucken, ob das mit den Kürzeln jetzt funktioniert. Genau, die Außenansicht. Die Klappen habe ich schon ausgefahren. Vorne sieht man das auch hier. Kante, um den Auftrieb zu erhöhen. So, dann habe ich noch eine Sache entdeckt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist oder wofür das ist. Da bin ich mir nicht sicher. Hier dieses Ausgefahrene. Keine Ahnung. Ja, ansonsten 737. Ihr seht, sehr cool hier. Der Abgasstrahl sieht ganz cool aus. Bremse sind noch eingelegt. Ich fahre mal die Triebwerke ein bisschen hoch. Wir wollen ja mal ein bisschen vorglühen hier, das Ganze. Und ja, geben wir mal ruhig Vollschub. So, das Flugzeug neigt sich auch vorne. Klar, wir haben die Bremse angezogen. Da kommt auch noch eine Cessna. Den Funk habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Normalerweise haben wir ja hier immer den ganzen Flughafenfunk, Startfreigabe etc. Aber das würde jetzt hier den Rahmen des kurzen Antestens sprengen, würde ich sagen. Und die Meldung hier blenden immer Meldungen ein, habe ich jetzt für die Folge auch erstmal ausgeblendet. Soll uns nicht weiter interessieren. So, dann würde ich sagen, lösen wir mal die Bremse. Ich würde sagen sogar, dass wir die Klappen noch ein Stück weiter ausfahren. Oder die sind schon voll ausgefahren, bin mir nicht sicher. Ne, die sind voll ausgefahren. Die Startbahn ist hier ausreichend, also wir müssen hier nicht so einen Vollschub und dann Bremselos-Ding machen. So, dann schauen wir mal, das Flugzeug setzt sich in Bewegung. Da gebe ich jetzt mal den vollen Schub. So, ihr seht schon, das Flugzeug wippt auf und ab. Damit zu tun, dass hier, so wie ich gelesen hatte, auch die Unebenheiten simuliert werden. So, immer den Cursor weg. So, da heben wir auch schon ab. Fahrwerk wird eingezogen. Und dann mal ein bisschen die Klappen zurückfahren und ein bisschen Schub wegnehmen. Anstellwinkel ist okay.
So, Klappen fahren wir jetzt wieder ein Stück ein. Ah, wollen noch nicht so ganz. So, jetzt aber. So, ihr seht, Klappen gehen wieder rein. Ah, die können wir ruhig ganz zurückschrauben. Wir haben ja quasi schon einigermaßen Reiseflughöhe erreicht. So, und da sehen wir schon die erste Stärke von X-Plane 11. Die Grafik ist schon ziemlich geil. Ja, flüssig ist es auch. So, Schub nehme ich mal ein bisschen weg. So, jetzt muss ich mir nur merken, ich weiß jetzt, ich kenne die ganzen Instrumente und Begebenheiten hier noch nicht so gut. Ganz logisch, erste Mal hier, erster Flug. Zumindest die Maschine ist in der Luft. Ja, okay, da müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen austarieren. Kann ich jetzt auch noch nicht, weiß noch nicht so ganz genau, wie es geht. Müsste ich, glaube ich, manuell machen oder vorher in der Gewichtseinstellung, keine Ahnung. So, da haben wir quasi Duisburg. Wer sich hier auskennt im Ruhrgebiet, hier ist die Sechs-Seen-Platte. Und ja, da müssten wir, glaube ich, jetzt hier gleich auch Essen erreichen. Hier Ballnersee etc. Wer es kennt, der weiß wahrscheinlich Bescheid. So, wir sind erstmal in der Luft. Das ist das Wichtigste. Dann können wir uns mal darum kümmern. Ich guck mal, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn ich loslasse. Nee, der hat noch nicht übernommen. Ich muss mal gucken, wie ich hier den Autopiloten erstmal an Start kriege. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich bin hier nicht der Ultra Pro und das ist jetzt einfach mal so zu Testzwecken. Einfach mal ausprobieren. Feed on. Irgendwas habe ich noch falsch gemacht. So, ansonsten wird es einen Alarm geben, denke ich. Ich gucke jetzt einfach mal. Wir müssen mal hier ein bisschen drehen, bis wir so eine Tarierung gefunden haben. Das war schon wahrscheinlich zu viel. Da drehen wir noch mal ein bisschen zurück. So, ich sehe das anhand des Horizonts. Das müsste jetzt eigentlich schon mal gut passen. So, auf jeden Fall sind wir in der Luft. Dann würde ich sagen, probieren wir mal unseren Triebwerksbrand aus. Ach du Scheiße. Und dann müssen wir schauen, dass wir umkehren und das Ding auch gelandet bekommen. Okay, Fire Warning. Dann machen wir hier mal aus. So, und das Flugzeug bekommt direkt Schräglage. Ah, nee, hab ich das Falsche ausgemacht? Nein, ich habe die falsche Seite, glaube ich, ausgemacht. Dann habe ich ein Problem. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe die falsche Seite ausgemacht. So, wir werden jetzt gekonnt dezent umdrehen. Ah, ich fliege echt eine krasse Kurve hier. So, ich fliege jetzt einfach nach Sicht. So, Landebahn sieht man dort hinten, dort, hier, da müssen wir hin. Oh, ist einfach ein bisschen zu krass hier. Oh, ist ganz schön am Fackeln. Ich versuche das Flugzeug einfach mal dann dort gelandet zu bekommen. Super Deutsch.
Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal für mich so ein Test. Ja, was geht hier? Wie geht es? Und ja, generell, um euch mal zu zeigen, X-Plane 11, ja, was man hier so machen kann, wie gut simuliert wird und wie die Grafik hier überhaupt im Spiel ist. Also ich finde die sehr realistisch. Effekte wie hier dieses Flügelwippen von den Turbulenzen und so wird hier auch krass simuliert. Da sieht man jetzt nicht so, aber ja, ich habe es vorab in Videos gesehen. So, ihr seht jetzt hier, ich versuche mal so ein paar Flugmanöver. Achtet mal auf die Flügel. So, jetzt gehen sie runter. Jetzt bei Belastung, Auftrieb gehen sie wieder hoch. Sehr, sehr cool. So, aber langsam wird es hier auch sehr instabil für mich. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier Klappen rausgefahren bekomme und das Ding überhaupt noch gelandet bekomme. Ja, hier Extremsituation hoch 10. So sieht es außen aus. So sieht es im Vorbeiflug aus. Da unten ist Flughafen Mülheim. So, wir kommen aber irgendwie vom Kurs hier ein bisschen ab. Ah, welches war denn die Rückansicht? Ah, okay, so. Dann würde ich sagen, ja, versuche ich mein Glück. Klappen fahre ich noch ein bisschen weiter aus. Und klar, jetzt könnte man noch den Tower anfunken, etc., etc., alles auf ultra realistisch. Aber ich wollte jetzt erstmal hier so, ja, so ein bisschen ausprobieren mit euch zusammen und ja, einfach mal zu zeigen, was man hier so machen kann. Habe ich ja gerade schon gesagt. Und noch schlage ich mich gut, obwohl das Flugzeug, ich lenke die ganze Zeit gegen. Ich habe jetzt nur noch Triebwerksleistung auf der einen Seite. Klar, ich würde jetzt auch noch ein Feuerlöschsystem etc. hier aktivieren können. Das werde ich aber versuchen zu vermeiden, bevor ich jetzt hier die wieder irgendwas an der falschen Seite rumtricks, weil noch fliegen war. Da hole ich jetzt mal schon mal das Fahrwerk raus. Wir sind ja schon Nähe Flughafen. So, ich kann noch mal hier in einer anderen Sicht schwenken. Ja, das ist so die Situation, die man nicht so gerne hat. Als Passagier und auch nicht als Pilot. Aber ich finde das mal cool, einfach auszutesten. So, ich bin aber eindeutig noch zu hoch. Ich nehme noch ein bisschen Schub weg. Anstellwinkel werde ich jetzt mal ein bisschen steiler halten, weil ich will hier noch sauber runterkommen. Und ja, ich hoffe, mir gelingt die Landung. Natürlich müsste ich jetzt erstmal abchecken, ob Flugzeuge auf dem Flugfeld sind etc., die mir in die Quere kommen könnten und also Faxen. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. So, ich bin noch am Überlegen, wie ich die Sicht hier auf Automatik stellen kann, dass ich nicht mal den Cursor habe. Vielleicht habt ihr da auch einen Tipp für mich. Da wollte ich eigentlich schon nachgeschaut haben, aber habe ich noch nicht dran gedacht. Aber soll jetzt mal nicht stören, so, der verschwindet jetzt auch. Ich versuche jetzt so zu landen, die andere Heckperspektive ist mir zu nah dran, ich muss ja auch was sehen. Wir könnten auch theoretisch jetzt aufs Cockpit gehen. Ja, Sync Rate ist wahrscheinlich jetzt gerade zu krass. Hier mache ich einfach jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt Autopilot ist. 300. Nein, ich pull noch nicht ab. Ich lasse ihn jetzt ganz geschmeidig hier aufsitzen. Okay. Ja, das war doch mal mehr als sanft. So, Schub nehme ich weg. Dann hau ich mal die Bremsen rein. So, man hört's. Sieht
jetzt nicht so prickelnd aus hier, aber mein Start- und Landeversuch scheint Erfolg gehabt zu haben. Ja, performance-technisch, keine Ahnung, muss ich nochmal gucken, was da los ist. Normalerweise müsste mein Rechner hier ohne Probleme rennen. Und war ja auch so, also an der Aufnahme kann es nicht liegen, vielleicht läuft auch noch was im Hintergrund. So, Triebwerk steht, ihr seht, ich habe das Falsche aktiviert gehabt, aber hat ja zum Glück noch funktioniert. Ich bin noch sicher gelandet und ja, das war dann mal so ein kleiner Einblick in X-Plane 11. Ich weiß nicht, bin ein bisschen begeistert, ein bisschen ist gut. Ich bin sehr begeistert vom Detailreichtum. Ihr seht im Hintergrund der Verkehr etc. und die ganzen Details und die Cockpit-Ansicht, sehr cool. Es gibt natürlich nicht nur dieses Flugzeug, gibt noch zig andere, also zig ist jetzt übertrieben. Da haben wir beispielsweise noch eine 747, eine MD-82, ja, diverse kleinere motorisierte Flugzeuge, ein Segler, ein Hubschrauber ist dabei und Kampfjets und hier dieses Aufklärungsflugzeug SR-71 auch dabei. Dann eine Cessna als Wasserflugzeug noch und ich habe gesehen, hier aus älteren Versionen, habe ich jetzt mal eingeschaltet, gibt es dann auch noch Flugzeuge wie die Stinson L5G beispielsweise. Oder hier ein B-52 Stratofortress, der die Atombomben transportiert, ist auch dabei. Ein Shuttle und hier den Versuchsträger X-15, der hängt dann hier unter dem Stratofortress und kann ausgeklinkt werden. Und dann geht es quasi in die Atmosphäre. Alles machbar, coole Sache. Ich habe mir bisher jetzt nur ja, mit euch zusammen die 737-Geschichte angeguckt. Und ja, da würde ich sagen, ich will euch jetzt auch noch nicht überstrapazieren. Wir sind am Ende der Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Ob ihr mehr sehen wollt und ob euch ja, X-Plane 11 überhaupt interessiert. Je nachdem. Wird es dann vielleicht auch mehr geben und darüber würde ich mich natürlich freuen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schaut auch gerne mal in meine anderen Videos rein. Vielleicht ist für den einen oder anderen noch ein anderes Video interessant. Und dann bin ich jetzt raus und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Bis dann!